die ganzen Nicht-Metall-Pads. Ah doch, die gingen ja auch. Sehr gut. So, das weg, das weg, das weg. Was haben wir hier? Deko 2. Dafür baue ich mir eine Dolly. Eine Dolly, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte. Eine Dolly ist echt praktisch. Das ist so ein Sackkarren. Damit kann man Kisten komplett samt Inhalt bewegen. Das ist echt praktisch. So, du. Partbilder. Partbilder kommt neben die Kiste. Du kommst dahin. So, mit dich. Hier. Brauchen wir jetzt die Brücke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. So. Und den hier auf die Plattform hochziehen. Ich überlege gerade ganz kurz. Also wir können die Fläche hier oben jetzt nutzen als kurzfristigen Spawner. Und dann müssen wir ein bisschen komisch in der Gegend rumlaufen, weil die Gegner spawnen ja nicht, wenn man zu nah dran ist. Das heißt, wir gucken mal kurz zur Farm, ob da alles beim Rechten ist. Das ist da unten auch noch falsch. Gucken bei der Farm, ob alles beim Rechten ist, damit das hier einmal alles voll spawnt. Dann töten wir die Gegner und hoffen, dass wir wenigstens ein Level abbekommen. Ah, das wird nicht so schnell gehen. Ich bräuchte eigentlich richtig einen Spawn-Raum, der abgesichert ist. Wo ich dann mal reingehen kann, ein bisschen töten, wieder rausgehen kann. Aber selbst das dauert lange. Ein Autospawner wäre richtig gut. Also ein Autospawner ist eine Maschine, da legt man ein Safari-Netz rein. Das heißt, man muss vorher Safari-Netze bauen, was nicht so wirklich schwer ist. Also legt man ein Safari-Netz rein mit einem vorher gefangenen Monster. Also zum Beispiel, man benutzt das Safari-Netz auf ein Skelett, dann hat man ein Skelett im Safari-Netz. Bin ich hier richtig? Ja. Also das Safari-Netz tut man dann rein und dann spawnt der Spawner, solange er Strom hat, immer wieder genau diese Gegnerart. Was natürlich irre praktisch ist, ne? Und dann baut man da drunter meistens noch eine Maschine, die nennt sich Grinder, die tötet automatisch alles, was spawnt, in einem Bereich vor sich und saugt den Loot auch noch ein. Und so eine Erfahrungspunkt-Zapsche. Das ist schon ziemlich OP. Hier auch richtig? Ja, dann kann ich dazwischen alles gleich dicht machen. Spricht eigentlich auch nicht so wirklich viel gegen. Also theoretisch könnten wir, während wir auf die Diamanten warten, den Spawn Tower umbauen. Also umbauen ist gut. Theoretisch müssten wir oben alles abreißen, weil das brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir aus der Plattform hier einen Raum, einen dunklen Raum. Und in dem Raum spawnen dann Gegner. Okay, die ganze Plattform wird kein Raum. Wir brauchen außenrum noch Platz. Also es kommt in die Mitte definitiv ein Raum. Drumherum ist noch so ein Catwalk, wo man rumgehen kann. Und da werden auch die Maschinen angebracht, die nach innen zeigen. Das heißt, du hast denn in der Mitte des Raumes die Autospawner, die die Gegner spawnen. Davon kann man auch mehrere übereinander bauen. Und dann einstellen. Im einen werden Skelette gespawnt, im anderen werden Endermen gespawnt, was auch immer. Blazes, das wäre auch noch praktisch. Und so hat man viele Gegner übereinander und dann außenrum die Grinder, die nach innen zeigen und alles töten, was drin ist. Und das da oben kann alles weg. Das ist schade. Das hat so lange gedauert, den aufzubauen. Ich glaube, ich lasse den stehen und baue einen neuen Spawnraum woanders hin. Ich brauche echt mehr Plattformen. Also es dauert nicht lange, so eine Plattform zu bauen, wie man gerade gemerkt hat. Nein! Ich habe die Plattform aus Koppel gebaut. Das ist nicht gut. Weil ich da unten immer alles aus Koppel gebaut habe. Also ja, theoretisch ist es, ne? Ja gut, also die Plattform darf jetzt aus Koppel bleiben. Die im Norden wird dann auch aus Koppel. Und den Rest wieder aus Holz. Und dann haben wir ein tolles, neues, interessantes Muster. Oder ich müsste anfangen mit Thorncraft. Da gibt es einen Zauberstab, mit dem kann man Sachen ersetzen. Aber ja, alles nicht so wichtig. Hier, südliche Plattform. Hier könnten wir das Portal zum Beispiel hinstellen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel mal hier hinten hin. Hier ist die Wand. Ein frei. Hier. Hier könnten wir ein Portal machen. Und ich muss dran denken, es ist Version 1.64.
Also kann man auch keine beliebig großen Portale machen. Also ein 1x2-Portal geht, glaube ich, nicht. Das heißt, wir müssen ein unsymmetrisches Portal hier reinstellen. Können wir alle mal. Ja, gut. Was soll's. Und ich weiß, ich verschwende gerade Obsidian. Man kann die Eckblöcke weglassen. Aber hey. Wir haben's ja. So, du müsstest jetzt funktionieren, richtig? Jo. Kann ich auch wieder ausmachen? Jetzt müsste ich einen von denen weghauen. Ja. Okay, also wir haben schon mal ein funktionierendes Portal. Wir haben eine Plattform, mit der ich noch nicht weiß, was ich hier anfangen will. Außer dass das Portal da ist. Wir sollten die Plattform trotzdem. Nee. Ich leuchte immer nicht aus. Problem ist, wir haben immer Bogenschützen, da komme ich wieder nicht rauf und nee, geht nicht. Ich ändere wieder meine Meinung. Ich leuchte sie doch aus. Und wir werden einfach unsere Kampflevel für das Schwert im Nether bekommen. Oder auch nicht. Weil selbst im Normalzustand ist es schon eine ganz ordentliche Waffe. So, so, so. Licht. Ich würde da echt gerne reingehen. Warte mal. Questbuch? Nimm, 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 nimm. Questbuch. Erstmal so rein vorsichtshalber tun wir alles da rein. Oh, System ist voll. Ja, Mist. Können wir Chips bauen? Storage. Jetzt sabotiere mich nicht. Ich wollte gerade spontan da reinspringen. Storage Segment, Storage Cell. Golddinger fehlen, nicht ernsthaft. Ja, doch, die fehlen. Hatte ich davon nicht ganz viele. Oh. Ich glaube, ich hatte davon ganz viele gemacht und irgendwann mal ein Furnace geworfen. Glas ist drin. Ah, das war auch schon länger her. Die müssen wir echt verbraucht haben, als wir die Exporte und so weiter gebaut haben. Ja, alles weg. Naja, gut. Das heißt, wir werfen die jetzt da rein. Die müssten eigentlich automatisch gleich in den anderen Furnace geworfen werden. Dann mache ich hier eine Deko-Kiste. Komm mal her. So. Grüne Kisten, das wird lustig. Kiste, Kiste. Ach, die passen sie farblich gar nicht an, ne? Sie haben Mau. So, du, du. Rein, 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 rein. Nicht rein, 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 rein. Also, der kommt doch mit. Also, wir haben Essen. Für McPicking brauchen wir nicht. McPicking kommt mit. Falls wir irgendwas Tolles abbauen wollen. Oh, warte mal. Haben wir noch Alumite im System? Alumite, ja. Dann hätte ich gerne. Nimm, 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 nimm. Pickaxe Pattern. Rein da. Flupp. So. Part Builder da. Toolstation. Mac. Ja, muss erst repariert werden. Ich will doch nur in das Portal reinspringen. Bronze. Da. So. Und Mining Level Ardite. Das ist sehr gut. Also, unser MacPickington kann jetzt Ardite abbauen. Das ist ein Erz aus dem Nether hier. Sobald man Tinkers Construct installiert hat. Und damit kann man dann noch besseres Werkzeug herstellen. Also, falls wir was finden, würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Also, wir haben Essen, wir haben ein Schwert, wir haben eine Picke. Wir haben die Möglichkeit, das Portal wieder anzuzünden, wenn es ausgeht. Wir haben einen Bronzebarren. Wir haben den Chandelier nicht, weil es im System gelandet ist. Oh, und Baumaterial zum Eingang sichern. Chandelier. So, jetzt springe ich da einfach rein. Er braucht schon Diamantrüstung und enchantetes Zeug und was weiß ich. Wir gehen einfach rein.
und hauen Sachen um. Und wenn ich sterbe, sterbe ich halt, ich habe 7 Leben. Letztes Mal bin ich unsichtbar reingegangen. Das war auch recht schick. Bitte stürzt nicht ab, Spiel. Bitte stürzt nicht ab, Spiel. Ich habe da echt zu viele Horror-Stories gehört von kaputten Speicherständen. So, erstmal höre ich schon Viecher. Das ist nicht gut. Dich setzen wir hier oben an die... Hier an die Decke? Ja. Also ich habe diese Schaben gehört, aber ich sehe sie nirgends. Okay, dann bauen wir das hier mal um. Wir nehmen Dichter wieder ab. Klick, 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 klick. So. Ich hätte nämlich gerne, dass das Gebiet um den Eingangsbereich hier sicher ist. Es waren auch nur 16 Blöcke, also nicht wirklich viel, aber das ist schon mal ein Anfang. Dann machen wir hier das dicht. Also gastsicher. So ein kleines Häuschen drumherum. 1, 2, 3, 4. So. Aber bisher wesentlich ein... Was? Ich dachte kurzfristig, da stand gerade ein Blaze neben mir. Das war nur eine doofe Leuchte. Also es ist wesentlich angenehmer als der erste Trip, den ich hierhin hatte. Hier lassen wir einen kleinen Eingang. So, so. Da können wir uns gleich mal umgucken. Hier ist schon jede Menge Zeug. Erze ohne Ende. Komische Gaswolken, blinkende Bäume. Ding, 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 ding. Und ja, wir haben auch kein Dach, aber... Das Wichtigste reicht schon mal. Wenn Gasts kommen, kommen sie ja nicht direkt von oben, sondern meistens von der Seite. Und schießen halt dann auf einen. Das heißt, wir können auch später das Dach noch machen. Ich ziehe jetzt noch einmal das hier zu Ende. So. Da drum. Dann sollten wir unbedingt einen Wegpunkt setzen, damit ich noch nach Hause finde. Und dann können wir losziehen. So. X, nein. B, ja. Home. Dann. Runter. So, was haben wir hier? Schwefel brauchen wir nicht. Kupfer brauchen wir nicht. Wir werden fast alles hier nicht brauchen, weil wir halt selber was herstellen können. Aber ich... Lapis? Tungsten? Ah. Ich glaube, für Tungsten gibt es noch keine Rezepte. Tungsten. Nö. Macht gar nichts. Das finde ich immer schade. Es gab schon recht häufig, dass mehrere Mods Erze eingefügt haben. Einfach nur mal so für später. Dass man viel später mal Erze hat. Und dann haben sie nie irgendwas damit programmiert. Salpeter, Schwefel. Nee, ich glaube, ich schnappe mal das Kobalt, was ich hier hinten gesehen hatte. Wenn das denn schon geht. Diamanterz. Zack. Oh. Bam. Habe ich das Diamanterz wenigstens bekommen? Nö. Aber es ist nicht explodiert. Du bist sehr komisch. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Weg, 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 weg. Kettenreaktion. Gut. Also die Chance, dass Erze explodieren, ist ein wenig erhöht worden anscheinend. Aber wir haben Diamanterz bekommen. Für unsere spätere Diamantrüstung. Das ist schon mal gut. Und keine Silber für... Oh. Die da. Rare Dark Pick Zombie Doom Skull. Hat Effekt Wither, Sprint und Darkness. Und die sind immer aggro. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie angegriffen habe. Wahrscheinlich habe ich nicht gesehen. Aber man muss jetzt nicht irgendwelche Erze anhauen, damit die Viecher aggro werden. Die sind so schon von alleine aggro. Was ziemlich tödlich ist. Und haben halt random Effekte, wie der da zum Beispiel. Rare Burning Pick Zombie The Raiden. Hat Fähigkeit Ninja, keine Ahnung. Quicksand, keine Ahnung. Fiery und Storm. Yeah. Ja. Da ist ein Mini-Pick-Zombie mit Gravity und Darkness. Also wirklich so toll ist hier bisher nicht. Wirklich was bekommen habe ich nicht, außer das Diamantzeug. Das hätte ich auch so bekommen. Du. Dich brauche ich. Das war ein Imp. Und ein Imp ist quasi eine Nether-Q.
Kuh auf zwei Beinen, gepaart mit dem Schwein. Das heißt, ich springe jetzt zurück, mach mir ein Safari-Netz und fange den Imp ein. Und dann lasse ich es Imps regnen. Und die droppen etwas Lederartiges. Also das konnte man irgendwie zu Leder machen. Ich guck mal ganz kurz. Imp Leather. Genau, 4 Imp Leather gleich 2 normalen Leather. Und damit können wir ein Jetpack machen. Und das ist toll. Also Safari-Netz. Ich glaube, da braucht man ein Reusable. Wo haben wir Gastränen her? Achso, vom Soul Sand Siften, ne? Ja, okay, gleich noch einen bauen. So, ich hätte gerne volles Essen, damit ich mal laufen kann. Und dann hoffen wir mal, dass die Gegner genau da geblieben sind, wo sie eben gerade waren. Und jetzt nicht irgendwie despawnen, weil sie zu nah an unsere komischen Deckenbeleuchtung gekommen sind oder sonst irgendwas. Soweit alles gut. Soweit alles. Oh. Wo bist du, Imp? Da bist du, Imp. Ja, ist genau da, wo ich ihn verlassen habe. Sehr gut. Komm her. Rechtsklick. Zack. Fertig. Oh, was haben wir da? Lapis Lazuli. Nee. Ja, sehr schön. Wir könnten theoretisch jetzt noch irgendwas von hier mitnehmen, was man nicht so häufig hat. Zum Beispiel könnten wir einen Blaze holen. Wobei ein Blaze ist hier in dem Mod-Paket wesentlich einfacher zu bekommen. Mithril? Okay. Also ein Blaze ist wesentlich einfacher zu bekommen, indem man einfach so eine Angry Doll in Lava Barrel schmeißt. Den kriegt man auch einen Blaze. Und den kann man so einfangen. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt alles aus dem Nether, was wir haben wollen. Außer vielleicht noch mehr Ardite und Kobalt. Aber das kann man auch anderweitig bekommen. Also der Nether ist vollkommen optional. Ich finde es halt nur spannend. Und wenn man später ein Jetpack hat, dann kann man ja richtig gut durchhuschen. Und die Erze, die man gerade braucht, die das System zu Hause nicht so schnell produziert, kann man dann hier abholen. Diamanterz zum Beispiel. Ding. Oh. Irgendwas gerade stinkig geworden. Osmium. Osmium wird auch für nichts gut sein, aber ich habe es trotzdem gerne, weil es funkelt. Genauso wie Mithril. Ah, kann ich auch nicht abbauen. Okay. Wir sollten unseren Besuch hier nicht überstrapazieren. Wir gehen raus. Oh, hallo Jungs. Was macht ihr bei meinem Portal? Kann euch auch mal hier töten. Dürfte eigentlich nichts passieren. Ja. Zack, Leder. Nicht runterfallen. Zack, Leder. Wie viel habe ich jetzt? 7. Das heißt, ich kann schon 2 Leder herstellen. Das müsste für ein Jetpack reichen. Sehr gut. Das heißt, wir müssen nicht erst den Spawn-Turm bauen und alles anschließen und verkabeln und sonst was. Wir können gleich Leder herstellen, Jetpack herstellen und dann mit einem Jetpack die ganzen anderen Sachen machen. Sehr gut. Also das ging viel, viel einfacher, als ich dachte. Das heißt, wir nehmen das jetzt alles wieder mit. Machen dich erstmal wieder zu. Obwohl, warte mal, da habe ich eine schöne Idee. Wir machen das so zu und machen hier einen Sichtschlitz. Weil ab und an kommen Viecher dadurch zurück. Wir hatten da auf unserer Multiplayer-Karte auch einen Besucher. Und da kommt man hier mal gucken, was für Fähigkeiten die haben. Die greifen dadurch nicht an. Das ist ein kleiner Streichelzug quasi. Aber ja, also nächste Folge: Jetpack, Autospawner und Imps regnen lassen. Also bis gleich.